Ein schönes Beispiel für die Macht des Geldes und die Ohnmacht der Politik. Der Millionär Jürgen Huhnke lebt hinter den Dünen in extravaganter Architektur. Ein paar Häuser weiter, direkt an der Promenade, verkauft sein Mikado-Verlag Fernöstliches und Spirituelles. Ein gutes Geschäft mit der buddhistischen Harmonie. Wir haben einen Termin bei Jürgen Huhnke. Sein Reichtum erwarb er sich mit zweifelhaften Methoden, kam in die Kritik wegen unseriöser Versicherungsgeschäfte, wegen Drückerkolonnen. Für die Gemeinde Timmendorf glaubt er, ein Segen zu sein, weil er hier investiere und fördere. Jürgen Huhnke sieht sich selbst als Selfmade-Mann, der jeden Cent hart erarbeitet habe. Wer will, der kann, sagt er, und reich werden ist für ihn eine Sache der Einstellung. Wir würden uns immer gerne treffen, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Die Leute wollen das natürlich nicht gerne hören. Ne? Wer will was nicht gerne hören? Die meisten Menschen, mit denen man so spricht, die wollen nicht hören, früh aus dem Bett. Ne? Ja? Ein früher Vogel fängt den Wurm. Ich stehe seit 40 Jahren jeden Morgen um 5 Uhr auf. Ja? Mhm. Ja. So, dann mache ich Sport, 2 Stunden, das leiste ich mir, da geht es mir gut. Ich leiste mir seit 35 Jahren jeden Morgen 2 Stunden Massage. Jeden Morgen. Ne? Ja? Also 5-mal die Woche. Ne? So, dann bin ich fit, dann mache ich Sport. Dann 2 Stunden? Gesund, jeden Tag. Oh, ist ja der Hammer. Ja, ich bin anders als andere. Ja, organisiere. Ich habe 2 Masseure, einen in Hamburg, einen hier. Das ist alles überhaupt kein Problem. In Hamburg in Lübeck gibt es 100 arbeitslose Masseure. Und die freuen sich, dass sie zu mir kommen können. Und für einen guten Kurs können sie dann mich massieren. Ne? Ja? Dann lese ich meine Zeitung, 4-5 Zeitungen am Tag. Ja, dann mache ich dies, dann lese ich Bücher, dann mache ich jedes und so. Alles so. Um mich muss sich keiner Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen um andere. Er sieht sich als Mäzen für die Gemeinde, der selbstlos den Timmendorfern ein Geschenk machen will. Uneigennützig, die Idee eines Visionärs. 1 Million Euro für ein Teehaus auf dem Brückenkopf der Timmendorfer Seebrücke. So, das ist praktisch von hier. Hier ist praktisch die Brücke. Geht man rein und so. Was sollten nach Ihren Vorstellungen da rein? Was hätten Sie da gerne? Ja, nur Kunst, Ausstellungen, Kunst, Lesungen und solche verschiedenen Geschichten. Mhm. Ne? So ganz in Glas und das ist ganz weiß. Das strahlt dann über die ganze Lübecker Bucht. Ne? Das wäre in der Mitte. Das würde dann, hier sind dann alles, das wird alles nur in Licht und so. Und dann kommen die Leute von hier und gehen dann rein. Ne? Und die wollen auf einmal eine Speise- und Schankwirtschaft bauen. Ne? Eine Speise- und Schankwirtschaft, wo er fernöstliche Künste präsentieren will. Das Problem ist, das wollte er eigentlich auch am Anfang. Er schenkt der Gemeinde das Teehaus, betreibt die Gastronomie und die Gemeinde baut die Brücke, legt die aufwendigen Anschlüsse, die es braucht für sein Bistro. Doch dann änderte der Millionär seine Pläne, wollte von Gastronomie nichts mehr wissen, zum Erstaunen der Gemeinderatsmitglieder. Als das dann alles fertig war, hörten wir von Herrn Huhnke, dass er sich das etwas anders überlegt hätte und also auch keine Gastronomie mehr machen wollte, sondern auch nicht mehr das Teehaus für die nächsten 15 bis 25 Jahre selber betreiben, sondern uns das überlässt und ansonsten uns 1 Million in Form von Baumaterial oder auch Bargeld gibt. Und wir sollen dann selbst sehen, wie wir einen Investor finden, um das alles zu vollenden und weiterhin zu betreiben. Warum verhält er sich so? Was glauben Sie? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Herr Huhnke im Laufe der Planung festgestellt hat, dass sich so ein Teehaus auf keinen Fall wirtschaftlich betreiben lässt. Und dass er dann diese Kosten, die jetzt auf die Gemeinde zukommen müssen, Sie haben es gesehen, die liegen bei über 3 Millionen Euro für die gesamte Nutzungslaufzeit, dann auf die Gemeinde abzudrücken, aber trotzdem sich seinen orientalischen Traum, sage ich mal, am Meer verwirklicht und sich damit brüstet, sage ich mal, als Mäzen letztendlich dann aufzutreten. Herr Babi, du hast immer recht, so komm, schrei. Mhm. Huhnke regt sich auf, ist sauer. Er will ein Teehaus schenken und jetzt läuft's nicht so, wie er will. Was habe ich alles schon, will das gar nicht aufzählen, will auch kein Dank und gar nichts dafür. Das habe ich auch aus Überzeugung gemacht, dass ich immer mich gemeinschaftlich engagiert habe, immer. Ich habe so vielen Leuten geholfen und Vereinen und so, will auch gar keinen Dank. Aber manchmal, die verstehen es auch dann nicht. Ne? Dann fangen sie an, auf einmal formalistisch zu werden, in Ausschüsse und dann diskutieren sie. Dann wollen sie kleinen Finger die ganze Hand. Ich sage, ihr könnt doch nicht, wenn ich euch eine Schenkung mache, noch bestimmen, ja? Sondern weder das Haus wird so gebaut und wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr ja Nein sagen. Sie können nicht mehr Nein sagen. Die Zuleitungen sind für 800.000 Euro Steuergelder gelegt. Und Jürgen Huhnke fordert, jetzt soll das Teehaus auch den Namen seines Unternehmens Mikado tragen.
Die 200.000 Touristen im Jahr sollen sehen, wer der edle Spender der Brücke war. Sie wollten das dann auch Mikado-Haus nennen? Sorgt man da nicht für Provokationen? Wieso Provokation? Das ist ja im Prinzip dann eine Werbe, quasi eine Dauerwerbung für Ihre Firma, Ihren Verlag. Nein, man muss ja, das ist ja wieder Kleinmädchen, Kleinkinderpolitik. Jede Sache hat einen Namen. Jeder Sportverein, der ein Stadion gebaut wird und so, kriegt dann einen Namen. Das ist ja natürlich ein Teil, wie solche Dinge ablaufen. Mhm. Aber wenn man kein Argument mehr hat, kommt man mit sowas. Ne? Also ich finde besser Mikado als Jürgen Hunke. Ne? Ja, das möchte ich nicht. Mhm. Da ich das so lange gemacht habe, ein anderer, der würde verrückt daran. Ne? Ja? Aber es stört mich nicht, weil am Ende wird es doch gebaut. Richtig. Und die Folgekosten trägt die Gemeinde. Ach ja, mittlerweile interessieren sich Kieler Staatsanwälte. Jürgen Hunke soll Gemeinderatsmitgliedern 80.000 Euro Spenden geboten haben, damit sie seinem Projekt zustimmen. Er selbst spricht von Verleumdung.